Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bindelbach. Heute bereits... Oh, Moment. Am Mittwoch. Ich muss mal ganz kurz... Okay, ich sehe den Fehler. Ich wollte jetzt gerade noch ein bisschen Gras aufsammeln, aber ja. So. Weiter geht's hier. Gestern kam ja leider kein Video. Stimmentechnisch war gestern gar nichts möglich. Also ich habe wirklich nur... Ich habe geklungen wie 80 plus. Das war ja richtig schrecklich. Aber heute geht eigentlich ganz gut wieder. Bisschen kratzen, ein bisschen Husten noch, aber ja. Das stört uns ja nicht. So, was machen wir heute? Wir müssen natürlich das Gras fertig aufsammeln. Moment. Ihr habt euch ja beschwert. Beschwert oder Anführungszeichen, ne? Dass ich das hier rauf machen soll. Das sieht besser aus. Gut, dann machen wir das rauf. Zack. Dann machen wir hier das zu. Dann geht's weiter. Versucht natürlich eure Wünsche und Bedürfnisse und so weiter und so fort nachzukommen. So, zum Thema Mapwechsel ist natürlich auch die Frage, ja, wie ist es, wo geht's hin und bla bla bla. Ich habe sehr viele Kommentare von euch bekommen. Dankeschön dafür, und es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen von zwei Maps. Ich habe alles jetzt durchgerechnet. Es kann sein, dass die Sache jetzt schon wieder anders aussieht, aber ich musste das zu einem Zeitpunkt muss ich das einfach mal fixieren. Und das habe ich gemacht. Die Sache wurde dann ausgetragen zwischen Gödenstadt, glaube ich, heißt sie. Gödenstadt hatte ganz gut Sachen, also hatte wirklich sehr viele Befürworter von euch. Dann waren noch ganz viel Tannenberg, Old Streams war ganz viel. Und dann noch die Fichtelberg. Das waren so die Sachen, die am meisten waren, wobei man muss dazu sagen, also Gödenstadt war ganz klar vorne und Tannenberg war etwas dahinter und dann ein bisschen weiter zurück war dann Old Stream irgendwas und die Fichtelberg. Ich schätze mal, dass es wahrscheinlich die Gödenstadt sein wird. Da kam jetzt, was ich so gehört habe, erst eine V2 raus, die man sich auf alle Fälle angucken sollte, und die werden wir uns auch anschauen. Mit dem gleichen Equipment, das wir hier haben, wir werden einfach nur umziehen. Aber jetzt bitte nicht verzagen. Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist, ich weiß noch nicht, wann wir umziehen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe tatsächlich jetzt eine andere Sache im Auge. Das klingt auch falsch. Ich bemühe mich momentan für eine andere Sache noch ein bisschen aktiver zu sein. Und wenn ich die Sache dann einigermaßen aktiv habe, sage ich mal so, dann wird umgezogen hier von der Bindelbach auf die nächste wunderbare Karte, die dann wahrscheinlich zu 99% Gödenstadt heißen wird. So, das müssen wir hier wieder anmachen. Das auch. Was haben wir hier noch? Ballettenschiebe ausfahren. Das automatisch... Ja. Ja. So, was ist das jetzt? Müsste doch eigentlich schon wieder funktionieren, oder wie sehe ich das? Also mal gucken hier. Ah ja. Dann machen wir das am besten so. Anderen Gang rein. So. Geht das nicht ab? Sind wir zu weit vorne oder zu weit hinten? Eins von beiden. Irgendwas davon muss es ja sein, ne? Oder ist das Gerät einfach noch nicht so aktiv, dass es da wieder Zeug aufnimmt? Kannst du auch haben. Abschalten, aussteigen. Automatisch, ja. Ballenerstellung, ausschalten. Nee, ich habe alles richtig. Daran liegt es nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt einige Sachen aufgeräumt habe, weil mein Mod-Ordner sah wirklich katastrophal aus, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe jetzt die ganzen Projekte, die ich so habe, habe ich jetzt geteilt in alle verschiedenen Mod-Ordner, und das ist einfach, dann kann ich die Mods nicht mehr vertauschen und so weiter. Das hat einfach nur Vorteile, bin ich der Meinung. Deswegen ich das natürlich auch gemacht habe. So, aber er nimmt nichts an hier, ne? Ich kann euch jetzt aber auch nicht sagen, woran das liegt, dass er jetzt hier nichts annimmt. Oder haben wir hier einfach irgendwas drin, was er nicht annimmt? Das kannst du auch haben. Was ist hier? Ne, hier ist alles super. Aber das hier ist einfach viel, viel heller, ne? Oh, wir sind viel zu weit draußen nebenbei, ne? Kann das auch sein, dass wir da Häckselgut reingeworfen? Ne, eigentlich kann das nicht sein, weil... Eigentlich kann das nicht sein. So, das machen wir ganz zurück. So. Und dann machen wir das
Prinzipiell müsste es so funktionieren. Noch weiter zurück. Okay. Wir testen das jetzt einfach mal. So. Wir hängen irgendwo fest. Ich weiß aber tatsächlich... Ah, ich kann es mir, glaube ich, sogar erklären. Kann es sein, dass wir wirklich noch ein bisschen Hexe... Also ein bisschen irgendwas anderes Zeug drin haben? Alter. Kamera, was ist los mit dir? Ah, das dauert so lange, bis der Reifen sich gedreht hat. Oh, Mann. So, weißt du was? Wir versuchen das jetzt einfach anders. Wir versuchen das jetzt einfach mal hier reinzuladen. Gucken, ob das funktioniert. Wow, der macht ja gar nichts mehr. Den muss ich aber nicht einschalten, ne? Nee. Zuklappen, hier abladen. Machen wir mal so. Moment. Ja, das funktioniert. Das ist aber sehr komisch. Ja gut. Abladen, beenden. Alles klar. Jetzt dürfte eigentlich leer sein. So. Jetzt müssen wir da wieder zurückfahren. Das Ganze fahren wir nochmal ein. Jawohl. Ja. Die Gödenstadt nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß wirklich nicht genau, wie die heißt, aber ich glaube, sie heißt so. Ist anscheinend von einem Teammitglied vom Just for Fun. Ne, wie heißt die? Jetzt muss ich was. Gaming for Fun, glaube ich, heißen die. Das ist auch da, wo, glaube ich, Oysterpropper ist da, der Big Boss. Von denen. Was ich so auf die Schnelle jetzt mitbekommen habe. Ich bin da nicht so top und informiert die andere wahrscheinlich von euch. Der soll die wohl gebaut haben. Ah, guck an, ein Lebenszeichen. Und warum funktionierte das jetzt nicht und das andere? Wow. Muss man das manchmal verstehen? Ich glaube nicht. Es hat ganz kurz funktioniert, ne? Und jetzt aber... nicht mehr. Ich verstehe jetzt einfach die Problematik nicht. Warum das einmal funktioniert und warum nicht? War da irgendwas anderes noch drauf, was ich nicht auf dem Schirm hatte? So. Ben. Zack. Dann machen wir das hier zurück. Ah. Jetzt kommt wieder so was. Was ist denn das? Ja, guck an, ist aber wieder irgendwas anderes drauf. Hey, wir hatten doch einfach nur Gras hier drin. Fertig. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich teilweise nicht. Aber hier ist doch alles Gras. Wir werden das mal nachgucken später. Stopp. So. Jetzt haben wir aber schönes, frisches Gras drin. Oder bin ich jetzt komplett... Jetzt haben wir Gras drin. Sehr gut. Okay. Gut, dann werden wir hier nochmal auskippen. So, genau. Müssen wir einfach kurz einen Moment warten, bis das ganze Gras weg ist. Warum hüpft denn der so? Das verstehe ich nicht. Naja. Gut. Funktioniert auf alle Fälle. Was ich jetzt halt noch machen werde, sind die Sachen, die wir angefangen haben, beenden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr häckseln hier. Sondern, weil lohnt sich einfach nicht. Ich werde dann auf die neue Map gehen und den auf die neue Map, weil wir mit dem gleichen Spielstand hier weitermachen natürlich, weil es ist ja ein fortlaufender Spielstand. Das habe ich ja so angefangen und das möchte ich auch so beibehalten. Lass mal ganz kurz gucken. Kann ich noch ein Stück zurückschieben? Oder ist dann schon komplett vorbei? Ich fahre immer wieder mal ein Stück vor, ne? Nachher müsste man eigentlich so eine schöne Wand erzeugen. So, lass uns nochmal gucken. Ja, das funktioniert auf alle Fälle besser. Gut, gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ich habe Zweifel, aber vielleicht bin ich da auf falscher Meinung. Muss ich noch irgendwas anschalten? Nee, oder? Ballen erstellen, ausschalten. Nee, möchte ich nicht. Produziert aber auch nicht, ne? Moment mal. Machen wir das mal. So. Einfach mal raus, das Ding hier, ne?
Irgendwie funktioniert der Ballenschieber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber vielleicht wird das noch. Jetzt sollte er funktionieren. Jetzt geht's auch weiter hier. Okay. Gut, wir hoffen, das war das Problem behoben, wie auch immer. Wie gesagt, wenn jetzt ein oder zwei Mods hier fehlen, das heißt, wenn vielleicht eine Schaufel fehlt oder sowas, dann kann das schon sein, weil ich, wie gesagt, die Mods kräftig ausgeräumt habe, weil ich hatte über 200 Mods in meinem Mod-Ordner, habe immer ne, die gleichen Mods für jeden Spielstand genommen. Und das geht auf Dauer nicht gut. Ich hatte es jetzt bei der Lost Bug zum Beispiel, da gab es Probleme mit der... Da gab es dann Probleme mit dem, mit der Version oder mit den Visionen, mit den Laufwerten. Weil ich hatte auf zum Beispiel BG Farm hat man eine alte Version von Drive Control drauf. Und bei Wild Farming zum Beispiel haben wir wieder was ganz anderes drauf. Ne? Und da muss ich halt immer gucken, dass ich das Richtige habe. Das habe ich jetzt behoben, indem ich einfach für jedes Let's Play einen eigenen Ordner gemacht habe. Und je nachdem, was ich aufnehme, schiebe ich einfach diese Mods rein und fertig aus Feierabend. Ich habe noch einen ganz, ganz kleinen Programmhinweis für euch. Ich hoffe, dass es... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt was einschalten sollt und da ist nichts. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber guckt heute Mittag, so gegen 12. Guckt einfach mal vorbei. Vielleicht lade ich euch noch ein Video hoch. Ich weiß noch nicht. Ich habe da Ideen. Ich habe sehr viele Ideen. Ich habe auch sehr viel Bock auf diverse Sachen. Nur fehlt mir die Zeit. Und da werde ich heute Mittag euch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ich werde auf alle Fälle ein Video raushauen heute Mittag. Ich weiß nur nicht, ob es kurz oder lang werden wird. Aber das hat auch ein bisschen Thema mit Mapwechsel zu tun und zu, hat auch mit einer Map zu tun, die... Ja, ich das jetzt spoilere, dann weiß wieder jeder Bescheid, ne? Guckt heute Mittag einfach mal. Wenn ihr Zeit und Bock habt, guckt kurz rein. Es dauert nicht lange. Ich hoffe, dass es nicht lange dauert. Und... Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit wie ich auch. So. Ich möchte ja mal mit dem Gras fertig werden hier, weil... Ne? Ich werde natürlich noch alles verkaufen, was ich hier habe. Das kann ich auch kaufen. Also, ich nehme kein Gras mit, ich nehme kein Korn mit, ich nehme gar nichts mit. Ich nehme meine Maschinen mit, ich nehme meine Kühe mit. Das war's. Mehr nehme ich nicht mit. Also alles, was ballentechnisch da ist, wird verkauft. Wir werden wahrscheinlich eine Folge lang nur verkaufen. Echt, weg, 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 weg. Weil das bringt nichts. Den ganzen Transport in den, auf die neue Map, das kostet mich mehr, als wie ich verkaufe hier alles und werde dann auf der neuen Map das gleich produzieren und dann gleich Hackengas geben und dann läuft das. Für alle die Leute, die jetzt sagen, oh, ich mag eigentlich Bindelbach. Ja, ich mag Bindelbach auch. Aber ich mag auch andere Maps. Und ich habe mir wirklich viele Maps angeguckt. Fast alle, die ihr mir vorgeschlagen habt. Und ihr habt echt einen guten Geschmack, muss man sagen. Also auf die Map wäre ich gar nicht gekommen, weil ich habe auf Mottos geguckt, Verbindmods. Und ich glaube, da habe ich diese Map gar nicht gefunden, diese Gödenstadt. Götterstadt. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Aber die habe ich dann im Forum eben von Gaming for Fun, glaube ich. Ich weiß doch nicht, wie die alle heißen. Das habe ich dann gefunden und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Und dann habe ich gesagt, jo, die ist eigentlich schon sehr, sehr geil, nicht? Hat ein bisschen was von Bantico, aber das ist nur, glaube ich, mein Eindruck. So, kann das sein, dass wir hier tatsächlich fertig sind? Das wäre natürlich der Oberwahnsinn, hoch 5. Weil dann wäre das wahrscheinlich schon die letzte Feldaktion hier. Dann müsste morgen noch alles ratze, 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 wutze verkauft werden, wenn ich das morgen schaffe. Oh, das ist eine gute Frage, du. So. Ne, da hinten haben wir noch zwei Bahnen. Mann, meiner, bist du doof. So. Hier nochmal drüber und hier rechts nochmal drüber und dann ist die Sache erledigt. Also, ich kann jetzt niemand sagen, dass wir hier nichts gemacht haben. Ne? Wir haben, glaube ich, 70 Folgen haben wir hier oder sowas. Oder sind es ein bisschen mehr. Ist mir aber auch egal. Ist mir wirklich egal. Es gab auch Zuschauer, die darum gebeten haben, bis Folge 100 zu machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt die neuen Maps gesehen habe, ne, da habe ich noch mehr Bock, woanders zu spielen, weil wir haben hier einfach schon sehr viel gemacht. Wir haben sehr viel Zeit hier verbracht, auch sehr viel geile Zeit natürlich, war nicht immer alles spaßig, aber so 90% waren schon richtig geil. Und ja, Agi, gerne, gerne wieder.
Gerne, gerne, gerne wieder. Und wie gesagt, wir sind ja auch auf der Ebstorfer Heide sind wir auch zugange, auf der, da haben wir die BG-Farm angesiedelt. Und da, ne, ist auch eine Map von Agi, die auch ungefähr den gleichen Flair hat wie hier. Und macht auch sehr viel Spaß auf dieser Karte, muss ich wirklich sagen. Ist schon eine spaßige Angelegenheit. Oh, wir fahren müssen mit den ganzen Ballen. Oh Mann. Aber ich werde mir noch etwas kaufen, weil wir sowieso alles verkaufen werden, werde ich mir noch eine Sache gönnen. Und zwar ist das eine Gabel vom CSZ-Gedönsel, weil die so einen geilen Attacher und so weiter hat, damit das alles ein bisschen flotter vorangeht. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier meistern könnten. Können wir da noch nicht. Können wir da drauf fahren? Jo, klar, wir haben einen Fan. Oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ich kipp hier nur ab. Das muss so. Oh mein Gott, ich bin in die falsche Richtung gefahren. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Einen Moment. Ladies and Gentlemen. Brauche hier noch Allrad ohne Witze. Das muss auf alle Fälle noch alles raus. Sehr schön. Dann haben wir hier einen großen Haufen. So, mach zu die Hütte. Sehr gut. Motor aus. Dann gucken wir mal, ob wir das hier noch irgendwie... Eieiei, habe ich das Ding angedrückt hier, ne? Oh, 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 oh. So, lass mal hier schauen. Ja, hier geht da gar nichts mehr, ne? Wir haben schon wieder so was grässliches, hellgrünes hier vorne drin. Und ich weiß nicht, warum... Ein bisschen weiter vor. Machen wir das Ding mal raus. Es ist sowas, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß es für den nicht. So, stopp. Und dann machen wir das wieder zurück. So. Da ist schon wieder sowas. Ich, ist das wahrscheinlich von nebenan, ne? Ist es wirklich von nebenan? Da kannst du haben, ne? Weil hier, guck mal hier an. Ja, guck an, hier wird's weniger. Das ist hier. Wow, das ist ja richtig dumm gemacht. Warum nimmt er denn das und nicht einfach das, wo es liegt? Er läuft. Ja, jetzt hat er was anderes genommen. Jetzt hat er was anderes genommen. Geht das da rein oder geht das nicht da rein? Doch, es geht da rein. Sehr viel sogar geht da rein. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben zu lassen, würde ich mich sehr freuen. Und ja, heute kommt auf alle Fälle noch Losberg. Wer Losberg wartet, der kommt halt auch wieder. Und wie gesagt, heute Mittag, wenn ihr kurz Zeit habt, in der Mittagspause oder nach der Schule, wie auch immer, guckt kurz rein. Ich würde mich sehr freuen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.